12.40 Uhr, auf Wiedersehen, das soll es für den Moment aus Oslo gewesen sein. Gratulieren der Siegerin Domrascheva zum fernen Erfolg. Für deutschen Damen war sogar noch mehr möglich, am Ende patzte man am Schießstand. Für Damen geht es in Tjumen zum Saisonabschluss, während Herren gleich noch ihre Staffel absolvieren werden. Um 14.45 Uhr geht's damit los, 12.38 Uhr Hauser in Top 15 für Lisa Theresa Hauser war es ein tolles Rennen. Die Österreicherin ließ nur beim ersten Anschlag eine Scheibe stehen und traf danach alle 15 Schüsse. Läuferisch hat junge Athletin noch ein wenig Luft nach oben, doch der 15. Platz ist ein gutes Resultat, 12.36 Uhr Gasparin beste Schweizerin mit nur einem Fehlschuss verkauft sich Elisa Gasparin wirklich gut. Die Schweizerin verbessert sich auf Platz 21. Läuferisch fehlt noch etwas, um noch weiter vorn zu landen. Ihre Schwester Selina wird mit 4 Fehlern am Ende 29. Bei Kadurisch und Hecki ging nicht viel am Schießstand. Mit 7 bzw. 10 Fehlern fiel das Duo weit zurück, 12.34 Uhr Dallmayr und Hinz in Top 10. Die deutschen Damen zeigten eine gute Verfolgung, vergaben jedoch den Sieg beim letzten Schießen. Laura Dallmayr klettert dennoch von Rang 28 auf 7 und hat dazu zweitbeste Laufzeiten gelegt. Auch Vanessa Hinz leistet sich insgesamt 2 Fehler, aber mit der drittbesten Laufzeit ging es ordentlich nach vorn. Insgesamt Rang 10 ist ein gutes Ergebnis, 12.33 Uhr Dunkley auf dem Podest, Susan Dunkley darf jubeln. Nach einer eher enttäuschenden Saison holt sich Susan Dunkley noch einmal einen Podestplatz. Aber auch Japanerin Tachizaki wird als 4. zufrieden sein, denn das ist ihr bestes Weltcup-Resultat überhaupt. 12.31 Uhr Daria Domrascheva gewinnt, die 3. im Gesamtweltcup holt ihren 3. Saisonsieg. Daria Domrascheva hatte auf der Schlussrunde besten Beine und weist ihre Konkurrentin in Schranken. Kuzmina kommt als geschlagene 2. ins Ziel. Da waren 4 Fehler einfach zu viel, 12.30 Uhr Dunkley zieht davon, auch im Kampf um Platz 3 ist eine Vorentscheidung gefallen. Susan Dunkley lässt Japan Aaron am Anstieg stehen und reißt eine mehr als deutliche Lücke, 12.29 Uhr Domrascheva will Weg, die Weißrussen. Versucht Attacke am letzten Anstieg und scheint auch wegzukommen. Kuzmina geht schwerfällig und hat bereits 3 Sekunden Rückstand, 12.28 Uhr DSV-Trio um Platz 10. Nach den 2 Fehlschüssen finden sich Hildebrand und Dallmayr um Rang 10 herum ein. Auch Vanessa Hinz ist mit dabei, 5 Treffer zum Abschluss geschafft hat, 12.26 Uhr Überraschung auf Rang 3, hinter dem Duo vorn ist ein weiteres Duo unterwegs. Die Japanerin Tachizaki und Amerikanerin Dunkley haben rund 20 Sekunden Rückstand nach vorn, aber auch mehr als 10 Sekunden Vorsprung auf Verfolgerinnen. Da scheint es zum Zweikampf zwischen den beiden SensationsathletInnen zu kommen. 12.25 Uhr letztes Schießen, die beiden Deutschen patzen jeweils doppelt, wie bitter ist das denn? Kuzmina und Domrascheva gehen mit 5 Treffern vom Schießstand und dann ist das Favoritenduo doch wieder vorn. Es kommt zum direkten Duell auf der Schlussrunde, 12.24 Uhr Verfolger kommen näher, Franzi Hildebrand muss vorne alleine laufen und verliert ein wenig Zeit. Die Deutsche wird von Dallmayr, Domrascheva und Kuzmina verfolgt, als Trio derzeit rund 11 Sekunden zurückliegen. Die Schwedin Brosson konnte dem Tempo der Verfolger nicht folgen, 12.22 Uhr Vira in Top 10. Dorothy Vira hat bislang ebenfalls alle Schüsse getroffen und plötzlich hat Italienerin wieder Chancen auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel für Verfolgung. Vira ist als 9. nur rund 15 Sekunden hinter Kuzmina, doch noch einmal müssen beiden ja zum Schießstand, 12.20 Uhr Dallmayr auf 3, ebenso wie Hildebrand zeigt auch Laura Dallmayr eine tadellose Vorstellung. Die Deutsche schiebt sich mit einer Sekunde Rückstand auf Brosson auf den 3. Rang. Unmittelbar dahinter sind nun Domrascheva und Kuzmina unterwegs. Das wird beim letzten Schießen unfassbar spannend, 12.19 Uhr Hildebrand in Führung, was für eine Serie. Franzi Hildebrand ist mit einem starken Rennen top unterwegs. Die Deutsche trifft nächsten 5 Schüsse und führt nun mit 14 Sekunden vor der Schweden Brosson, 12.18 Uhr drittes Schießen nahezu gemeinsam kommt Spitze zum ersten stehenden Schießen. Bei Kuzmina wackeln schon wieder Nerven. Die Slowakin schießt schnell, patzt jedoch abermals bei 2 Schüssen. Auch Domrascheva muss einmal in Runde.
Was macht Konkurrenz? 12.16 Uhr Domrascheva schiebt sich heran, bei Kuzmina vorn geht es nun auch Läufer sich nicht mehr so überragend. Die Slowakin verliert 3 Sekunden auf der Runde. Domrascheva will jetzt den Anschluss schaffen. 5 Sekunden sind es noch. Hildebrand dagegen verliert 2 Sekunden, ist damit im Vergleich zu den anderen Damen